Schaus, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor ziemlich genau 100 Jahren haben sich Frauen ihr Recht zu wählen und sich politisch zu beteiligen erstritten. Frauen haben sich ihren Platz in der Gesellschaft nicht von Männern zuweisen lassen, sondern sie haben ihn aktiv erkämpft und gestaltet. Und wir Parlamentarierinnen stehen heute hier in dieser langen Tradition mutiger und kämpferischer Frauen. Und manchmal finde ich, ist es gut, sich das bewusst zu machen, auch deswegen, um nicht aufzuhören, für eine emanzipierte und gerechte Gesellschaft zu streiten. Und deswegen finde ich auch, dass wir selbstbewusst sagen sollten, dass wir diese Debatte in der Kernzeit heute hier führen, ist doch eher ein Selbstverständnis, als dass wir zu Dank verpflichtet sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frauen haben viel erreicht in den vergangenen Jahrzehnten. Ein Erfolg zuletzt war nicht allein das Sexualstrafrecht. Das war ein gemeinsamer Kampf von Frauen innerhalb und auch außerhalb des Parlaments, über die Fraktionsgrenzen hinweg. Und das Nein heißt Nein, das war ein Meilenstein in puncto Frauenrechte. Und dort entlang muss es weitergehen, liebe Kolleginnen, denn Frauen geben sich nicht mit dem zufrieden, was wir haben. Das ist gut so. Die Gleichberechtigung wird viel diskutiert, aber real liegt wirklich noch viel im Argen. Kritik an zu wenig Erreichtem, sei es die fehlende Entgeltgleichheit, der nicht ausreichende Gewaltschutz für Frauen, für alle Frauen oder der geringe Frauenanteil in den Parlamenten, all das, das bleibt und die Kritik bleibt auch. Aber neu ist, und das ist entscheidend und das ist, was sich geändert hat, dass wir uns nicht vorstellen konnten, dass es eine Rückwärtsbewegung gibt. Ja, es gibt eine Bewegung, die erreicht ist und die die Rechte von Frauen wieder in Frage stellt. Die Forderung nach deutlich mehr Geburten, zum Beispiel danach, dass Frauen möglichst viele Kinder in diesem Land gebären sollen und auch inklusive der Freigabe nach Adoption, eine Idee aus dem Hause der AfD, das kam übrigens auch schon von der Union, das ist so vollkommen irre, das ist so absurd, das ist Bevölkerungspolitik mit dem Rechenschieber und das ist pure Bevormundung von Frauen, die an dieser Stelle überhaupt nicht mehr gefragt werden. Und an dieser Stelle sage ich, das ist die Frauenpolitik der AfD in der rechten Seite dieses Hauses hier. Aber ich sage Ihnen auch, Frauen lassen sich nicht vereinnahmen. Frauen damals wie heute lassen sich ihren Platz nicht diktieren. Liebe Kolleginnen, die nächste Bundesregierung wird an dieser Stelle richtig liefern müssen, weil die großen Hebel für mehr Gleichstellung, die vermisse ich im COA-Vertrag. Nicht mal die Steuerklasse 5 wollen Sie streichen. Auf die Umsetzung des zweiten Gleichstellungsberichtes können wir sehr gespannt sein. Und wir können sehen, beim Equal Care, der erinnert uns daran, dass immer noch über 80% der Sorgearbeit von Frauen geleistet wird. Und die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen, dafür brauchen wir Lösungen. Wir Grüne werden Sie da treiben, da können Sie sich drauf verlassen. Und liebe Kolleginnen, es ist unübersehbar, wie viele Frauen in Bewegung sind für ihre Rechte, für die Gleichberechtigung. Vor Jahren hatten wir den Hashtag Aufschrei. Jetzt ist eine völlig neue Dimension erreicht. Wir haben MeToo überall. Wir haben MeToo hier in der Debatte, international in den USA. Und es ist eine Debatte über den alltäglichen Sexismus, über die Frage, wann eine Grenze überschritten ist, wer Verantwortung trägt, vor allem dann, wenn Machtgefälle im Spiel ist. Darüber finden Gespräche statt, auf den Partys, an den Küchentischen, in den Klassenzimmern und vor allen Dingen an den Arbeitsplätzen, da, wo Abhängigkeiten vorprogrammiert sind. Bekannte Filmgrößen danken ab, weil MeToo ihre Taten, ihre Erniedrigungen, ihre Vergewaltigungen beleuchtet. Und es ploppen auch hier immer mehr Fälle, auch nicht nur in der Filmbranche, auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kraft dieser nicht mehr wegzudenkenden Diskussion MeToo liegt daran, dass Frauen und inzwischen auch Männer aufgehört haben zu schweigen. Sie sagen, was war. Und Frauen haben sich diesen öffentlichen Raum angeeignet und besetzen ihn. Über MeToo sind wir jetzt an die zentrale Frage der Geschlechterpolitik und der Geschlechterfrage gekommen. Wir sind angelangt an der Machtfrage. Wer bestimmt die Regeln? Wer steht oben und wer steht nicht oben? Und darum ist es unsere Aufgabe und klarer denn je, wir setzen uns dafür ein, dass Frauen so leben können, wie sie möchten, ohne Klischees, eigenmächtig, selbstbestimmt. Wie sie leben, was sie tun, wie sie sich kleiden, all das entscheiden Frauen, und zwar selbst. Und klar ist auch,
hinter die erreichten Erfolge, hinter die Errungenschaften, hinter all die Sachen, die seit über 100 Jahren von Frauen erstritten worden sind. Da will keine Frau, vielleicht außer aus der AfD, in diesem Land wieder hinter zurück. Und ich sage zu MeToo, was für eine kraftvolle Bewegung, eine, die Millionen Frauen und Männer, die uns als Gesellschaft nach vorne bringt. Und dazu gehört zwingend die sexuelle Selbstbestimmung. Es gibt Tendenzen, den Frauen diese sexuelle Selbstbestimmung wieder abzusprechen. Für uns ist in diesem Moment sehr klar, dass § 219a im Strafgesetzbuch nichts zu suchen hat. Im 21. Jahrhundert sollten Frauen sich bestmöglich informieren können. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was an richtigen und wichtigen Informationen falsch sein soll, auch online. Und es ist spürbar, dass aktuell die Stimmung brodelt und zischt. Es ist wirklich was los in der Geschlechterfrage. Aber ich sage auch denjenigen, die nach alten Zeiten rufen, nach Zeiten, die für Frauen nie gut waren, die immer schlechter waren als bisher, sei gesagt, diese Zeiten sind endgültig vorbei, denn Frauen gehen nach vorne. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katja Mast, SPD-Fraktion.